Samuels Wildflasche, der Naturensöhne, die finale Version steht. Bushcraft Survival, let's go. Wenn ihr wissen wollt, was in unserer Flasche ist, dann bleibt dabei. Achso, bleibt dabei. Beinahe. Gerrit, Andi, sind zusammen die Naturensöhne. Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind mal wieder draußen und heute, heute zeigen wir euch, was wir in unserer Sam vs. Wild Nagene-Flasche haben. Ja, wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich schon in Kanada. Hoffentlich noch dabei. Hoffentlich noch dabei und machen die 14 Tage. An der Stelle auf jeden Fall jetzt hier schon mal einen Kommentar mit Glückwünschen dalassen. Würde uns freuen, wenn wir das dann lesen, wenn wir wieder zurück sind. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, wir packen direkt aus und ihr seht, was wir alles dabei haben. Die Flasche ist komplett zu, man kann sie nicht mehr weiter zudrehen, das ist wirklich Maximum, was geht. Und das heißt, sie würde so wahrscheinlich durchgehen, ob es dann wirklich so ist, sehen wir dann, wenn wir da sind. Das catchen wir dann mit Max und Dings aus. Ja, genau. Und wir fangen jetzt an, sie auszupacken. Oh, ich glaube, ich habe die ein bisschen zu fest zugedreht. Fällt direkt raus, Alter. Erster Gegenstand ist ein kleines Tütchen. Dieser Deckel, habt ihr gerade gesehen, dieser Deckel hier kaputt ist, von dieser Klinge hier. Seht ihr das? Okay. Erster Gegenstand ist ein kleines Tütchen. Die brauchen wir zur Aufbewahrung für Salz. Wir haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir werden in der finalen Flasche Salz reinkippen. Das wird dann hier unten irgendwo sein, damit wir das ordentlich aufbewahren können, dieses kleine Tütchen hier. Nächster Gegenstand ist dieser Gummi mit Steinhalterung, um eine Steinschleuderzwille zu bauen. Weitere Gummis sind auch noch hier unten drin, um das quasi festzuzurren. Nächste Sache sind Kabelbinder. Da haben wir einfach noch einige reingeworfen, weil wir noch Platz hatten. Kabelbinder kann man ja für alles Mögliche benutzen. Zum Bauen. Kannst du ja auch einen Gürtel machen. Kannst du irgendwas zum Fischfang nehmen. Ey, irgendwas werden wir damit schon machen. Kabelbinder, ne? Kleider reparieren. Nice. Hi. So, ich puppel die jetzt erstmal raus und dann zeige ich euch, wie viele wir mitgenommen haben. So, ich habe es rausgepuppelt. Wir haben jetzt so 8 bis 10 Kabelbinder dabei. Kann ich meine TikTok-Flaschlieferung ändern? Ich habe es vorhin schon erklärt. Ja, ganz also einfach. Es ist wirklich vieles Fake, Leute. Ich kann mit wenigen... Also nicht jeder natürlich, ne? Aber es gibt schon viele auch im Live, die einfach Fake sind. Die sagen, sie haben eine Familie und dann haben sie gar keine Familie beispielsweise. Oder keine Ahnung, also mir ist schon alles untergekommen. Da war ich echt so, boah, Alter. Okay, wenn du diese Lüge leben möchtest, dann mach das. Aber ich bin raus. So, das nächste, bin ich ehrlich, habe ich schon mal ein bisschen vorausgepopelt und schüttet jetzt einfach nur aus. Und selbst jetzt kommt es nicht richtig gut raus. So, sind Durchfalltabletten, die haben wir auch mit bei. Dann haben wir noch ein kleines Gefäß mit Seife gefüllt. Ja, das ist so eine 18-1 Seife, dann kannst du Zähne putzen, dich waschen, Alter, dich rasieren angeblich. Keine Ahnung, das geht alles, ja, deswegen haben wir hier schön Seife mit. So, das nächste. Oh, das ging jetzt überraschend gut raus. Okay, das wollte ich nicht, aber das hier. Da haben wir zwei 170er Silky-Sägeblätter und eine Klammersäge auch noch. Damit jeder von uns eine Säge hat und wir ordentlich was wegforsten können. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben die vorne ein bisschen kürzer gemacht, damit es besser in die Flasche passt. Und wir haben hier zwei Bohrungen reingemacht. Ursprünglich ist nur eine drin, damit wir mit anderen Schrauben, die seht ihr auch noch, selber dann halt einen ordentlichen Griff bauen können. Nächste Sache, Taschenmesser. Und zwar ein ganz besonderes Taschenmesser. Nämlich das Naturensöhne MK2. So nämlich. Haben wir mit Birka zusammen entwickelt. Ja. Und ist richtig, richtig geil. Da ist genau das drin, was wir brauchen. Und das zeigen wir euch jetzt auch mal ein bisschen im Detail. Ja. Ja, was hat unser Taschenmesser? Unser Taschenmesser hat keinen Schnickschnack. Eine Ahle, sehr wichtig, um viele, viele Bohrungen zu machen. Eine Zange. Werdet ihr noch sehen, warum. Genau. Ein ordentlich großes Messer, nicht so ein kleines, dünnes, ein großes Messer. Und eine... Ja? Ja, nee, sag erstmal nochmal. Und eine Säge. Ja, und hier nicht nur so, irgend so ein billiger Pissstahl, das ist ein richtig guter Stahl, der da verbaut wird. Sehr schnell. Was ist denn ein billiger Pissstahl an dieser Stelle? Ja, eine Frage, wem kann man denn noch glauben, Nessie? Boah, ganz ehrlich, auf TikTok wäre ich vorsichtig. Und damit halt auch wirklich sein Geld sehr, sehr wert. Und ich muss jetzt mal alles hier einklappen, damit ich mich nicht verletze, wenn hier irgendwas passiert. Dann hatten wir noch Platz drin. Richtig, wir haben einmal noch ganz klassisch hier einen Zahnstocher mitgenommen. Kann man immer hier brauchen. Ja, und jetzt kommt's. Das ist das Allergeilste, Leute. Bong! Ja. Guckt Pinzette. Euch mal bitte, das hat die Länge vom Messer fast. Ja, richtige große Boss-Pinzette, um sich halt Zecken zu entfernen, Splitter zu ziehen und das auch einfach hier noch mit drin. Ganz, ganz wichtig, ja. Wollten wir erst extra mitnehmen, aber dann meinte Birka, nee, das kriegen wir nicht mehr rein. Ja. Groß und gut, zack, haben wir. G10-Schalung ist außen dran, auch immer schön. Und für die Leute, das brauchen wir jetzt in Kanada nicht, aber wir haben es einfach mitgenommen, weil es nicht viel Platz war, braucht ein Glasbrecher. Kann man vielleicht auch irgendwie Schalentiere mit knacken oder sowas, das geht bestimmt auch gut. Und es ist halt trotzdem nicht so riesig dick. Richtig, also deswegen, nicht dick, baut nicht großartig auf. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, ich find's auch geil.
geil. Das Beste an dem Messer ist? Ja, das könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Links und unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal auschecken. Vielleicht ist es ja was für euch. Dann haben wir noch einen Diamantschleifer. Und zwar einmal eine grobe Seite mit 320er und einmal eine feine mit 600er. Warum? Damit wir einfach das Messer schön abziehen, weil wir haben gemerkt, beim Fischausleben brauchst du wirklich ein scharfes Messer. Und deswegen reicht uns auch nicht ein Stein draußen, sondern deswegen haben wir einen richtigen Schärfer mit. Verbraucht auch nicht viel Platz, easy. Als nächstes haben wir dabei einen zertrennten Streifen Gaffertape. Ja, warum haben wir den zertrennt? Weil er so besser in die Flasche passt. Um halt kleinere Sachen reparieren zu können. Haben wir hier, oh Gott, wie viele Meter werden das sein? Insgesamt jetzt 10? Ne? Irgendwie sowas. Dann haben wir natürlich noch Zahnbürsten mit. Wir haben die extra abgesägt, sondern sogar extra Zahnbürsten, zwei gemacht. Weil man kommt trotzdem hinten ran, das haben wir schon getestet. Und wir haben sie gleich markiert mit dem Edding. Einer kriegt mit einem Punkt, einer ohne, damit hier nichts Unschönes passiert. Ne, Gerhard? Hm? Ja, oh, deswegen. Schade. Ja, wichtig. Was haben wir noch mit dabei? Einen kleinen Kompass, einfach fürs Gefühl, falls wir mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen, damit wir durch den Wald peilen können, uns nicht verlaufen. Weil wenn der Wald ein bisschen dichter ist, musst du wirklich von Baum zu Baum peilen, sonst ist es schwierig. Kleinen Kompass. Zum Feuer machen haben wir irgendwo noch einen Feuerstahl, zeigen wir euch nachher. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Feuerzeug mit, Dankeschön, extra in Rot, damit man es auch findet. Worte. Und wir haben Draht rumgewickelt, goldenen Draht, damit man den gut sieht. Damit werden wir wahrscheinlich Fallenbau betreiben bzw. anderes Zeugs machen. Wie viele Meter, weiß ich jetzt nicht. Wir haben einfach rumgewickelt, bis es nicht zu dick wird. Ja, aber da sind schon einige Meter drauf. Andere Tabletten, die wir noch mit haben, sind einfach Ibu-Tabletten gegen Entzündung und Schmerzen. Einfach zur Sicherheit, weil wir dürfen ja das Medikit nicht öffnen. Weil der Rest jetzt so dermaßen reingestopft wurde von uns. Packen wir das jetzt im Zeitraffer aus. Ich sag jetzt, ich bin jetzt einfach mal seinen Satz, damit ich auch ein bisschen vorangehe. Und Zeitraffer läuft jetzt und dann stellen wir euch den Rest Zwei auf. Wochen mit diesem Messgerät! Ja! Wir haben noch in der Flasche Folgendes. Sicherheitsnadeln. Und zwar zwei verschiedene Größen, etwas größere und etwas kleinere. Die passen eigentlich immer rein, die flutschen irgendwelche zwischen irgendwelche Öffnungen rein. Also da haben wir noch ordentlich viel reingemacht. Damit könnt ihr irgendwas reparieren, Klamotten reparieren, irgendwas basteln. Ja, aber das verletzt man sich auch schnell. Dadurch, dass wir das Erste-Hilfe-Kit nicht nutzen können, haben wir auch einfach zweimal Pflaster mitgenommen. Einfach für den Fall, dass wir irgendwie einen kleinen Cut haben, dass wir den abdecken können. Ja, mir hat leider nicht reingepasst. Des Weiteren haben wir noch einen klitzekleinen Feuerstahl mit. Einfach, wir wollten zwei Sachen haben. Feuerzeug und Feuerstahl, damit wir einfach wirklich ein Backup haben. Und das haben wir damit, also ein kleiner Feuerstahl. Hier haben wir jetzt für die Montage von den Sägeblättern hier drüben 4 Gewindestangen, 8 Unterlegscheiben, und 8 Flügelmuttern. Damit sollten wir ohne irgendein Werkzeug... Wisst ihr eigentlich, wie auf meiner Baustelle, wie viele Unterlegscheiben ich jetzt... Ich sag dazu immer Muttern, ich weiß auch nicht, weshalb. Wisst ihr eigentlich, wie viele Unterlegscheiben Größe M6 ich in der letzten Zeit gereicht habe und eingekauft habe? Viele. Sehr gut unsere Sägeblätter montieren können. Dann haben wir noch ein kleines Tütchen mit Gummis. Die Gummis sind dazu da, um das große Gummi zu befestigen. Damit wir eine schöne Zwille uns bauen können. Genau, da sind so 4-6 Stück drin. Die können ja auch mal reißen, deswegen haben wir die mit. So, und jetzt kommt unser schönes Messer, was auch in der Zusammenarbeit mit Birka stattgefunden hat. Richtig geil. Ja, wir haben hier das Naturensöhne MK1, ja. So heißt es. All Black, Alter, ja. All Black. Steht hier auch auf der Klinge drauf. Haben einen CPM 3V Stahl, super schnitthaltig, sehr stabil. Haben einen Scandi-Schliff mit Zweitphase dran. Alles schön, ja, All Black hast du schon gesagt, ne? Gummierter Griff habe ich auch schon gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Kydex-Scheide kommt dazu. Und es ist halt so minimal aufgebaut, dass es einfach perfekt in die Tasche passt. Muss ich mal reinziehen? Mit Tasche mal in die Flasche. Mit Scheide passt es in die Flasche rein, ja. Das ist ja verrückt. Also so richtig locker, ne? Aber also wirklich passt locker. Richtig geil rein. Und wir haben uns noch dazu schicken lassen, und damit wird es dann auch im Endeffekt ausgeliefert, einen Ulti-Clip. Den können wir dann selbstständig noch montieren, haben wir extra auch ein Bit für mitgenommen. Wir finden es einfach wichtig, dass man das transportieren kann und nicht in die Hosentasche steckt und einfach nicht irgendwo hinlegt, dann verliert man es. Ah, Zwille ist eine Art Steinschleuder. Okay, da habe ich mir gedacht, Vorbereitung ist irgendwas weit. Ja. Und so ein Ulti-Clip, ich zeige euch das jetzt einfach mal hier an Andis Hose. Den macht man hier ran. Und selbst wenn man den so ran macht, hält er schon ganz gut. Aber wenn du das Ding hier dann noch zuklippst, ja, dann kannst du dich da dran aufhängen. Das ist halt dann hier dran, ne, an der Scheide. Und dann kannst du mal schön zack. Das ist richtig, richtig wichtig, finden wir. Und richtig geil, ja. Das muss schon sein. Einfach, damit man das Messer dort vor Ort nicht verliert. Und damit werden wir alles machen. Schnitzen, stemmen, Fisch ausnehmen. Wirklich einfach alles. Ja. Haben das Ding auch ausgiebig getestet. Haben einige Prototypen wieder zurückgehen lassen, weil dann der Stahl irgendwie nicht gepasst hat und so weiter. Aber so ist es jetzt wirklich eine schöne Kombi, die halt hochwertig ist. Und könnt ihr jetzt auch vorstellen. Alles kann. Ja, genau. In der Videobeschreibung. Links unten in der Videobeschreibung. Falls ihr Interesse daran habt, und schauen wir mal, wie uns das Ding durch Kanada bringen wird, ey, das wird krank. Hört sich auf jeden Fall gut an. Dann haben wir noch was ganz Wichtiges für uns jedenfalls, ein Wasserfilter. Der Katadyn B3, den haben wir jetzt quasi auch mit einem Kabelbinder rumgemacht, damit er wirklich sehr, sehr eng liegt und man ihn gut rausbekommt. Da hat man nämlich erst Probleme, aber so geht's auf jeden Fall. Passt alles rein, gerade so, guckt euch das mal an, richtig krank.
Aber es passt, ja. Wir machen das richtig gut, und deswegen ne? für uns ja, ganz wichtig ein Wasserfilter, den man auch ordentlich vorbereitet. Am See quasi auch ausspülen kann nochmal. Ich frage mich die ganze Zeit, ist das ein Viva-Zeichen? War nicht früher Viva? Kennt ihr noch Viva? Gibt es diesen Sender noch? Viva. Viva. Ja, das ist ein Viva-Zeichen. Nein, das ist andersrum. Das ist ein falsches Viva-Zeichen. Falsch rum. Gibt es die noch? Bis 2018. Krass, die gibt es nicht mehr. Crazy. Und keine Spritze oder so braucht. Unsere Wahl. Um den Katadyn haben wir noch, ich sag jetzt mal, 20 Meter Schnur ungefähr. Ach so. Angelschnur, Angelleine. Stimmt, da steht es ja auch. Sorry, ich habe das gar nicht gelesen. Ich habe immer nur das Viva-Zeichen gesehen. Diese durchsichtige, ich weiß jetzt den Fachbegriff davon nicht. Rumgewickelt. Das ist noch zu erwähnen. Und dann das gesamte Angel-Equipment. Wir haben hier 3 Stahlvorfächer drin. 10 dünne Vorfächer mit kleinen Haken. Diverse Angelhaken und Bleie. Von groß bis klein, alles dabei. Hier haben wir Fliegen drin und eine etwas größere Fliege fürs Forellenfischen. Und, nice. Oh Gott, ein großes Potpourri an Kunstködern. Ja? Wir haben einmal so pinke Eier drin, die also sollen wohl ganz gut für Lachse sein, falls es das gibt. Eigentlich. Und einen Haufen an Wobblern und wie sie nicht alle heißen. Ich kann euch die Begriffe nicht nennen. Da wurde uns gesagt, das sollen wir ungefähr mitnehmen. Angelzeug. Genau, damit kann man wohl ganz gut Meter machen. Die letzten zwei Sachen. Einmal Mikrocord, ziemlich viel Schnur rumgewickelt, damit es noch komprimierter ist. Und zwar unsere Plane, bzw. Folie. Das ist Malerfolie, aber die etwas dickere Variante. Ich glaube 18 Gramm pro Quadratmeter. Ja, sowas in der Art habe ich auch gekauft. Für den Boden, aber... Und die ist wirklich dick. Ich hab die angefasst. Es gab mehrere. Und dann gab es Malerfolie und da gab es noch so eine ganz unten. Die war schwarz. Aber ich habe die angefasst gestern. Ich war gestern nämlich im Baumarkt. Ich weiß, wie sie sich hier anfühlt. Cool. 18 Mikron. Ist die dick. Und die haben wir zugeschnitten auf 3x3 Meter. Alter, und es war echt haarscharf, dass das alles reinpasst und nicht zu dick ist und so, dies, das. Es ist wirklich grenzwertig, aber es passt. Ist ja auch. Und es war uns wichtig, dass wir halt 3x3 Meter genommen haben und wollen einfach ein großes Shelter bauen, damit wir wirklich bei Starkregen geschützt sind. Ja, und deswegen so eine Riesenplan. Jetzt ist ja die Frage, fühlen wir uns vorbereitet mit diesen, mit diesen Sachen hier? Ja. Ja. Ein wenig. Also viel mehr geht nicht. Wir haben gerade gemerkt, wenn man es so ausbreitet, sieht es gar nicht so viel aus. Ist lächerlich. Es ist nicht viel. Aber ist allein. Lächerlich. Allein die 3 Gegenstände hier verbrauchen schon sehr viel Platz, aber die müssen halt mit. Leg noch die beiden mit dazu. Ja, stimmt. Ist das ja quasi schon 3 Viertel von der Flasche. Ja, aber es ist halt wichtig, brauchen wir halt so. Es ist so. Aber es sind keine 7 Gegenstände. Wir können es offiziell sagen, die Plane hat jetzt schon hier ein bisschen Löcher, die müssen wir nochmal neu machen. Müssen wir komplett austauschen nochmal. Aber das liegt auch einfach daran, dass wir die Reihen raus gepackt, hin und fürs her. Fürs Video muss gut aussehen, dies, das. Ja, genau, das passiert dann nicht mehr, aber ja. Aber wir nutzen also die Zeit jetzt auch nochmal, um jetzt direkt probemäßig zu packen, würde ich sagen. Einfach genau, nochmal, damit man halt nochmal Stopp kriegt, ob das wirklich schnell geht, weil wir vor Ort dann auch in einer halben Stunde die Flasche packen müssen. Ja. Wahrscheinlich müssen wir hier dann auch nochmal die Wicklung ein bisschen stabiler machen. Vielleicht wickeln wir die jetzt. Ach du meine Güte, halbe Stunde? Was ist, wenn Knossi sein Grillding nicht mitnehmen kann? Jetzt auch nochmal einmal ab, um zu gucken, wie viel Schnur wirklich drauf ist. Können wir auch machen. Um das nochmal jetzt anzugucken. Aber ansonsten, also die Nummer steht, mehr kommt nicht rein. Mehr passt nicht rein. Das ist echt verrückt, ne? Ihr könnt ja vielleicht nochmal aufschreiben, was ihr ausgetauscht hättet, was ihr irgendwie anders gemacht hättet, ob ihr noch irgendwas mitgenommen hättet, was wir jetzt nicht drin haben. Aber ich glaube so, wir haben eigentlich alles abgedeckt. Ein Schneidwerkzeug zum Sägen, Wasserfilter, Medikamente, Nahrungsbeschaffung, Körperpflege, auch wichtig bei 14 Tagen. Ja. Also die großen Sachen sind abgedeckt, also ja. Was, Befestigung, Shelter. Ja. Also das Gros. Was denn noch? Die 4 Dinger sind ja, ne? Shelter, Feuer. Shelter, Wärme, Wasser, Nahrung. Mhm. Ist eigentlich alle drin. Der Rest muss nicht sein, wäre aber geil. deswegen, mal gucken. Es wird verrückt, Leute. Es wird ich finde, es ist gut. Wir haben hier immer noch eine Frage an euch. Was fehlt uns? Was haben wir nicht eingepackt? Ich meine, es ist jetzt zu spät, wenn das Video draußen ist, sind wir schon draußen. Aber was hattet ihr noch eingepackt? Was muss unbedingt in die Flasche, was wir vergessen haben? Ja, und wir können dann nämlich checken, was so in den Kommentaren steht und sehen dann, ja, das hat wirklich gefehlt. Ja, das ist der Flascheninhalt. Es ist wenig, aber es wird hoffentlich reichen. Ja. Lasst lieber in den Kommentaren da. Wie gesagt, wir sind gerade schon da. Wir hoffen, wir sind noch da. Ich hoffe auch, dass wir noch da sein. Wir sehen uns am nächsten Samstag um 10 Uhr, Freunde. Uns hat Spaß gemacht. Wir sind gespannt. Wir sind aufgeregt. Jetzt ist kurz davor, das ist verrückt. Oh, Kanada. Also ja, bis nächsten Samstag, Freunde. Bis dahin. Ciao. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das sah sehr cool aus. Und sehr gespannt einfach nur auf die beiden Naturensöhne, die aus dem Schlingelcamp kommen.
sah auf jeden Fall sehr cool aus.